Scheiße! Dennis! Hilfe! JK Lives. Für Risiken und Nebenwirkungen drücken Sie abonnieren und die Glocke. Hey, ich bin der Jonas. Und ich bin der Kevin. Und ich bin Olli. Und wir sind JK Olives. Ja, wir waren hier gerade eine Runde spazieren am Schwarzbach und haben festgestellt, hier ist viel mehr Wasser drin als sonst. Vor 2 Tagen waren wir hier drauf Kajak fahren und Neujahrsbaden. Aber jetzt ist der Wasserstand nochmal bestimmt einen Meter höher. Und wir haben uns gedacht, wir nehmen unseren Traktorreifen von letztem Jahr und fahren damit das Wehr runter. Das Ding ist nur, letztes Jahr auf dem Main ist er gesunken nach einer Stunde. Wo kommt das Wasser her? Kacke! Scheiße! Jetzt kommt hier Wasser rein und es wird immer mehr. Aber ja, lass mal den Reifen vorbereiten. Schuss hab ich. Boah, ich hab so Bock, guck mal, wie schnell da hinten das Wasser fließt. Jetzt machen wir das mit diesem geilen Traktorreifen hier. Den haben wir gerade schon rausgeholt und wie man sieht, da ist ganz schön viel Herbstscheiße drin. Herbstscheiße. Nennt man auch Laub. Das ist sauber genug, das passt schon. Da ist doch eh ein Loch drin, das läuft schon ab. Da sind die ersten Zuschauer, wir haben das gerade in unserer Instagram-Story gepostet. Also falls ihr uns noch nicht auf Instagram folgt, dann macht das bitte, weil dann könnt ihr in Zukunft auch öfters live dabei sein. Das ist ein bisschen aktueller auf Instagram. Genau, das, was er gesagt hat. So, jetzt kommt hier gleich dieser Swimmingpool rein, damit wir ähnlich wie beim Kajak den Effekt haben, dass da wie so ein Luftkissen drin ist, dass falls da Wasser reinläuft, nicht ganz so viel reinlaufen kann. Ah, das ist der Ablass fürs Wasser. So langsam wird das was. Ja, jetzt haben wir die richtige Öffnung gefunden. Jetzt kommt noch Luft rein. Wollen wir hier noch ein kleines Loch rein, dass wir gleich eine Schnur dran befestigen können mit Karabinerhaken, dass falls er vollläuft, wir den irgendwie auch wieder rausbekommen. So, das ist befestigt. Ein paar Paddel bereitgelegt. Kevin und Olli haben sich auch angezogen. Wir testen erstmal den Wasserfall, deshalb habe ich ein Klettergurt und Seil dabei. Und das seht ihr jetzt. Wir sind jetzt am Wehr. Das, was jetzt kommt, bitte niemals nachmachen. Wir kennen das Wehr seit Kindertagen. Und wir wissen, selbst bei so einem Wasserstand sind hier maximal 1 bis 1,5 Meter. Aber unter solchen Wehren entstehen Wasserwalzen, da sterben auch wirklich regelmäßig Leute. So, eingeklinkt. Ab ins Wasser. Okay. Sehr stark. Was ist das? Boah, hier ist es stark. Kevin! Oh, Scheiße! Okay. Hart, aber geht. Man sieht auch richtig, wie die Stöcke hier immer wieder zum Wasserfall kommen. Also ein bisschen höher und es wäre lebensgefährlich. Ja, überlebt. Also es ist echt anstrengend. Aber nach dem Test bin ich mir sicher, wir können hier auf jeden Fall runter. Okay, wieder am Reifen angekommen. Den nehmen wir jetzt mit und dann geht's gleich los. Unsere Paddel lassen wir doch hier. Wir haben Angst, sie zu verlieren. Wir nehmen so Holzlatten mit. Oh, yeah, baby. So. Das Stück wird auch schon richtig hart, glaube ich, gleich. Am Schluss schaffen wir es nicht mal bis zum Wehr. Hier werden wir reingehen. Los geht die Reise! Warum sind wir so schnell? Alter! Oh, Scheiße! Wir sind echt schnell! Okay. Ich hab mein Paddel verloren! Ich hab meinen Sohn! Alter, voll geil! Oh nein! Oh, shit. Okay, wir sind gerade ein paar Liter Wasser reingeflossen. Oh, das funktioniert voll gut. Es ist wie so eine richtige Wildwasser-Rodeo-Fahrt. Das ist echt wie im Freizeitpark. Okay, jetzt ist Ernst. Oh, jetzt knallen wir da dagegen. Wasser! Oh nein! Nein! Dorngebüsch! Scheiße! Wir schaffen es! Nice! Okay. Wir sind jetzt direkt vorm Wasserfall, Alter. Wir müssen uns alle zusammenreißen. Hier, hold on. And Olli, lean forward. Oh!
Raus! Wow! Wow! Wir sinken! Raus, raus, raus! Geht raus, geht raus! Da kriegen wir den Reifen noch raus! Push, 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 push! Ey, Mann, der ist so schwer! Ja, wir haben es geschafft! Wir haben nicht den Reifen verloren! Richtiges Workout. Jawohl. Schon krass voll Adrenalin, wenn es da auf einmal so richtig schnell runtergeht. Wir standen senkrecht im Wasser einfach. Ey, es hat so viel Spaß gemacht. Es ist so viel krasser als im Freizeitpark, dieses Reifenwildwasser-Ding. So, wir waren jetzt gerade mit dem Traktorreifen auf dem Wasser und das war schon mega geil. Jetzt haben wir uns hier so Luftsachen aufgeblasen für einen Swimmingpool. Ein Donut, eine Luftmatratze und ein Einhorn. Und damit wollen wir jetzt auch nochmal den Wasserfall runter. Also, ab geht's ins Wasser. Olli! Man kann auch richtig gut lenken. Außer Olli. Der steuert immer ins Gebüsch. Nice. Der Wasserfall wird krass. Der Wasserfall kommt immer näher. Hey, hast du geschafft? Ja! Nochmal! Noch eine Runde? Ja, klar. Okay, das macht sogar noch mehr Bock als mit dem Reifen. Nochmal! Ja, klar, wollen wir nochmal. Zweite Runde! Eine Minute Fahrt und schon ist man wieder am Wasserfall. Ich will unbedingt mal den ganzen Schwarzbach damit runter, aber ich glaube, da brauchen wir ein paar Ersatztiere. Wir hatten jetzt echt Glück, dass nichts kaputt gegangen ist, aber es macht sogar noch mehr Spaß als im Kajak oder im Reifen. Das ist echt unfassbar. Also freut euch auf mehr. Und ansonsten, Olli, sag deinen Satz. Und liken. Bitte abonnieren. Bitte abonnieren und liken. Genau, also wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.